Hallo zusammen, wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich wieder in meiner sächsischen Schweiz unterwegs, wo auch immer. Und ich wollte heute mal einen neuen Weg gehen. Es geht eigentlich heute auf den oberen Terrassenweg. So richtig weiß ich auch noch nicht, wo er ist. Ich wartete noch nicht. Hoffe, dass wir uns nicht allzu sehr verlaufen. Wir haben heute den 16. März. Das ist jetzt so früh um 9 Uhr. Das Autothermometer zeigt noch 0 Grad an. Aber ich denke, es wird ein schöner Tag werden. Und der Parkplatz ist schon rappelvoll. Ich habe gerade noch so irgendwie eine Lücke erwischt. Da wünschen wir mal viel Spaß und ich werde mal unterwegs mich ab und zu immer melden und welchen Weg ich gehe. Und jetzt beginnen wir wie immer am nassen Grund und gehen jetzt den Grundweg bis zum Reitstall. Ja, die Holzfäller waren im Winter auch aktiv, aber man hat wenigstens ein bisschen Blick auf die Felsen. Hier ist schon der Eingang zur Eulentilke. Das ist eigentlich ein recht bequemer Weg, über den man die untere Affensteinpromenade erreicht. Ja, das Handy meldet sich auch. Wir gehen aber weiter, den nassen Grundweg, und gehen dann den Reitsteig hoch. Das ist ein Weg, der ist ein bisschen versteckt, da sage ich noch was dazu. Jetzt sind wir hier an der Kreuzung, Nasser Grund, Jordanweg. Den Jordanweg hier geradeaus, denke ich, den werden wir da runterkommen. Oder ich. Und wir gehen jetzt hier hoch den Reitsteig. Normalerweise ist er abgesperrt, ist aber als normaler Weg begehbar. Zurzeit ist ja Holzeinschlag, wir werden mal sehen. Wir gehen einfach mal los. Das erste Etappenziel ist erreicht. Hinter mir ist der Reitsteig. Den könnte man jetzt gerade ausgehen, aber wegen der Holzfällerarbeiten werde ich das tunlichst unterlassen. Hier hinter mir erscheint jetzt der Zeughausweg, den wir gerade kreuzen. In die Richtung geht es Richtung Affensteine, Affensteinpromenade. Wir werden aber in diese Richtung, Richtung Schrammsteine gehen und gehen dann durch die Hölle nach oben. Das ist auch eine schöne Kreuzung, die ist nie zu übersehen, aber leider Gottes auch nie ausgeschildert. Die Kreuzung zur Hölle, die ist auch recht gut zu finden. Man sieht im Hintergrund die Felsen. Ist eine große Kreuzung und bevor der Zeughausweg bergab geht, geht es hier links rein. Und wir folgen ganz einfach diesen Weg und immer geradeaus, bis es nicht mehr weitergeht. Das ist der Reitsteig. Wenn wir gerade ausgegangen sind, werden wir da hochkommen. Ach Leute, kurze Verschnaufpause. Man ist nicht Gutes mehr gewöhnt und man wird alt, leider.
ab hier jetzt Neuland. Sonst bin ich Richtung Wilde Hölle gegangen. Da kenne ich mich auch aus. Diesmal gehen wir mal Richtung Schrammsteine. Irgendwo dort muss dann der Einstieg zum oberen Terrassenweg sein. Irgendwo da drüben, wo im Hintergrund die Felsen zu sehen sind. Na da, dank moderner Technik wäre hier in der Garantie von alleine nach rechts abgebogen. Das ist natürlich falsch. Links erst einmal. Hoffe ich, dass es richtig ist. Aber wir gehen links. Und ein bisschen ganz schön schlammig ist es hier hoch. Uff, bisher habe ich es erstmal geschafft. Irgendwie ist mir heute nicht so richtig mein Tag. Wir werden sehen. Es geht jetzt erstmal, wie hinter mir zu sehen, nach unten. Nach unten geht's. Und da muss irgendwo dort unten muss eine Abzweig sein. Am sogenannten kleinen Präbelsturm. Wir werden erstmal sehen. Ansonsten geht's geradeaus. Kommen wir in Schmilka an. Muss ich zusehen, wie ich wieder zurückkomme. Kann ja vielleicht von Bad Schandau mit der Straßenbahn fahren. Frag mich ernsthaft, wieso kriegt man erst hoch, wenn es dann eh überall wieder nur bergunter geht. Wenn man ja gleich unten rumgehen kann. Das ist nicht herrlich hier. Wunderschöne Aussicht. Dort im Hintergrund der Winterberg. Und man hört im Hintergrund schon wieder Stimmen. Jetzt gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das der Pfad ist. Wir probieren es einfach. So, nachdem mich der GPS hier hoch in den Stich gelassen hat, habe ich ihn durch einen dummen Zufall gefunden, zumindest dort sind Klammern dran. Das müsste der Weg sein. Mal sehen, ob es ist. Wenn nicht, müssen wir irgendwann noch umdrehen. Irgendwie ist der Weg schon cool. Da geht er entlang.
Das ist der Bussardkopf. Mit einem charakteristischen Schnabel. Ja, und da wird wohl heute noch dran loben müssen. Genau unterhalb machen sich welche fertig zum Klettern. Das Wetter ist natürlich auch bombastisch. Ja, ich habe mir jetzt hier dieses Fleckchen genommen. Oder gesucht. Jetzt habe ich was gegessen. Nachdem ich mich ja nun auch richtig schön verlaufen hatte. Aber die Technik funktioniert nur langsam wieder. Ja, und da werde ich mich jetzt so langsam hier von dann schleichen und werde mal gucken, wo ich überhaupt rauskomme. Ich weiß nur eins, dahinter mir irgendwo geht's weiter. Unten müsste der untere Terrassenweg sein, würde ich mal so sagen. Ein Wegweiser. Welch ein Wunder. Aber das muss ich mir erst mal angucken. Alles Gute. Tschüssi, alles Gute, tschüss. So, und das ist jetzt hier dieser sogenannte Schmilkauer Kessel. Viel Spaß, die Rückkehr stieg hoch. Hier geht jetzt der Weg weiter. Ich werde mal sicherheitshalber die Kamera einpacken. Hier werde ich beide Hände brauchen. Echt cool. Auch Stöckelschuh. Da drüben war ich gerade. Aber langsam würde mich mal wirklich interessieren, wo ich überhaupt bin. Das blöde GPS geht hier auch nicht. Leider. Egal, wo du hier bist, dort herrschen locker welche rum. Ich glaube, wahrscheinlich komme ich dort sogar mal hin. Fantastische Aussichten. Irre. Bloß leider, da unten ist irgendwo die Elbe. Ist nie zu sehen, Kessel. Aber vielleicht kommt noch irgendwo ein Punkt. Ja, ich hoffe, ich habe die Hälfte weg. Mittlerweile habe ich auch so langsam aber sicher die Faxen dicke. Aber es nützt ja nichts. Die Schönheiten, die reißen es jedes Mal wieder raus. Und ich komme hier auch nie weg. Wenn man eben auf dem Weg ist, ist man drauf. Entweder man geht bis zum Ende, dreht um, aber mittendrin, so wie ich jetzt bin, kommt es gehuppt wie gesprungen.
zumindest ein Stückchen Elbe ist zu sehen. Das heißt auf gut Deutsch, dass ich bestimmt noch 5 Kilometer Luftlinie habe. Übrigens bin ich aus dem Bereich der Pfade und Klettersteige wieder raus und im Bereich der markierten Wege, man sieht es sofort. Aber die Aussicht ist trotzdem faszinierend. Ja, wie schon gesagt, ich bin wieder im Bereich der markierten Wege. Jetzt habe ich es erstmal ein bisschen einfacher. Ich hoffe, ich finde den richtigen Abzweig. Sonst lande ich nämlich in Schmilka und das ist gerade die verkehrte Seite. Okay. Aussichten, weiß ich nicht, wir werden sehen. Erstmal geht's weiter. Der nasse Grund ist ausgeschildert. Gott sei Dank. Ich hätte jetzt hier die Möglichkeit hochzugehen. Und dann gibt es irgendwo einen wilden Weg. Ist auch wilder Grund. Nee, mach ich nicht. Na gut. Da bleiben wir auf dem Touristenparcours. Dadurch, dass ich viel heute hin und her gerannt bin, ich musste suchen, bin wir falsch gelaufen, verlaufen, GPS ging nie. Ach, es reicht eigentlich. Lassen wir uns mal führen. Ich denke mal, knappes Stündchen. Dann bin ich unten. Ja, und dann ist es in 5 Stunden geschafft. Das ist doch zu machen, hätte ich nie gedacht. Lieber Scholli. Wenn die alten Leutchen hier hochgekraxelt sind, die da oben saßen, na da, Hut ab. Hier so jetzt berg runter. Ein Haufen Bremsen. Ich bin genauso die Kretten wie berg hoch. Langsam neigt sich der ganze Spaß dem Ende zu. Großartige Klettertouren oder sowas kommt nicht mehr. Es ist jetzt mehr jetzt so ein Waldspaziergang geworden. Ich hätte es noch erweitern können, aber ich wollte ja auch testen wegen der Zeit. Wie lange man für die Tour braucht. Jetzt bin ich klar auf der nassen Grundstraße. Ja, da kann ich mich beim besten Willen nicht mehr verlaufen. Ich hoffe, das erkennt man. Hier sind wir heute früh reinmarschiert. Jetzt haben wir es noch ein paar Minuten. Immer schön die Straße hier runter. Und dann sind wir da.
das war's gewesen. Wir haben es jetzt 13.45 Uhr. 5 Stunden. Genauso sollte es passen. Mit Pause. Man kann es etwas schneller gehen. Ich habe mich ein paar Mal verlaufen. GPS hat versagt. Karten gibt es keine mehr da oben. Es sind einiges an Wegen, die sind so gar nicht mehr ausgeschildert. Man darf sie gehen, aber dann auf eigene Gefahr. Ja, abschließend hier noch ein Bild von der Kirnitsch. Die plätschert so friedlich dahin. Das war's. Tschüss.